Ja, ich habe mich gepimpt. ihr wisst ja, dass ich ja mir habe permanent Make-up machen lassen, soweit das ging im Sommer, ja. Warum soweit das ging? Dadurch, dass bei mir die Adern sehr, sehr hoch lagen, war das nicht wirklich viel möglich. Es war halt nur hier so ein bisschen möglich und dann wurde es sofort dick und blau. Von daher ging nicht viel. So, jetzt hatte ich ja dann immer künstliche Haare drin, wo jeder mal ankam, boah, lange Haare sehen gut aus. Und nachdem es bei mir leider nicht möglich ist, meine eigenen Haare so wachsen zu lassen, mich jetzt entschieden, Tatsache eine Haarverlängerung machen zu lassen. Und das hier ist das Ergebnis. Das ist natürlich erstmal noch eine arge Veränderung, auch für mich selbst. Es kommt zwar meinen früheren Naturhaar sehr, sehr nah. Ich war auch schon immer lockig und blond. Ja. Aber trotzdem ist es halt anders. Und es war aber auch eine sehr interessante Erfahrung. Es gibt auch da sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie man eine Haarverlängerung machen kann. Ja, zum Beispiel eben Bonding oder eben Tapes. Es gibt noch andere Sachen. Und wenn es euch interessiert, kann ich euch ja gerne mal so ein bisschen was erklären lassen von der Visagistin, die mir die auch reingemacht hatte. Ich habe mich im Übrigen für Tapes entschieden, beziehungsweise hat sie mir gesagt gehabt, weil dadurch, dass eben meine Haare selbst so geschädigt sind, so angegriffen sind, ist die Tape-Variante die schonendste Variante. Und das Gute an dem Ganzen ist, dass deine eigenen Haare dadurch sogar noch ein bisschen mehr geschützt werden. Und wer eben gerade auch zu schwierigen Haaren neigt oder eben durch Medikamente, Krankheit da arge Probleme mit hat, für den ist das eine sehr, sehr gute Sache und kann eventuell sogar dabei helfen, dass die eigenen Haare sich ein bisschen mehr erholen. Klingt ein bisschen seltsam. Ich dachte auch erst mal, wie sollen die sich eigentlich davon erholen? Und vor allem jetzt ist ja hier noch ein anderer Kleber dran. Ist doch eigentlich eher schädigend. Aber nach der Erklärung des Ganzen leuchtet mir das sogar ein. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert, kann ich sehr gerne diese Visagistin einmal dazu befragen für euch. Schreibt mir einfach, sprecht mir einfach mal auf, was euch interessiert, was ihr für Fragen habt. Und dann kann ich das entsprechend machen. Aber es ist nicht alles. Dadurch, ihr wisst es, oder viele von euch wissen es, ich liebe Lichter. Mein Nachbar vorhin zum Beispiel, der hat mich gesehen. Ich war noch auf dem Parkplatz gestanden und fing an, hat in die Scheibe geklopft und sagte, hey, so ein buntes Auto, so hell leuchtend, das konnte nur meine Nachbarin sein. Ich so, okay. Weil ich sehr, sehr viele LEDs in meinem Auto drin habe. Alles leuchtet, alles blinkt. Und ja, ich wurde auch schon angehalten. Und selbst auf dem Auto leuchtet und blinkt es. Kann zu Verwirrungen führen. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ihr wisst, ich trage eine Orthese. Ich muss die seit einer misslungenen Knieoperation, mittlerweile vor 10 Jahren, ja, ist ja mein Bein gelähmt, muss ich halt besagte Orthese tragen und nur durch die kann ich laufen, gehen und stehen. Und warum soll man nicht etwas verschönern, wenn man etwas dauerhaft tragen muss, ja? Also die Situation kann ich nicht ändern, aber ich kann es zumindest so machen, dass ich mich wohler fühle, sage ich jetzt mal so. Und das ist eine Sache für euch alle anderen auch. Für mich ist es zum Beispiel jetzt eben bunte Lichter als Beispiel. Ihr müsst halt schauen, was für euch wichtig oder interessant ist. Und dass aus der Situation, die ihr nicht ändern könnt, vielleicht auch wenn ihr eine Orthese habt oder eine Prothese oder sonstiges, dass ihr irgendwas macht, was es für euch angenehmer macht. Ich habe hier zum Beispiel auf der Orthese auf der Rückseite mein Logo aufgebracht. Und wie gesagt, jetzt im Moment nur einseitig, aber ich habe es für beide Seiten. LEDs, die ich außen anschalten kann. Und ja, ich zeige die euch gleich mal. So, ich gehe mal weit zurück, damit ihr das auch komplett seht. Und zwar, ich habe das jetzt an der Orthese seitlich angebracht und habe dann hier, Moment. Das hier ist der Sender. Den habe ich jetzt natürlich einfach nur an die Seite gepackt. Und hier an dem Teil, das kann ich übrigens via USB wieder aufladen.
Da ist keine Batterie oder so jetzt im Endeffekt dabei, sondern das wird über USB aufgeladen und hält dann wirklich aber auch sehr, sehr lang. Und dann kann man das über diesen Knopf variieren. Ja, jemand tät jetzt wieder sagen, ich bin ein typisches Spielkind. Und übrigens auf die Art, so ist auch mein Auto. Allerdings noch ein bisschen mehr. Ich persönlich finde es gut. Echt ein Witz, wenn man es mal bedenkt. Die Orthese ist nicht wasserdicht, die ist nicht wassergeeignet. Wenn es stark regnet, heißt es am besten inne aufhalten. Jo, funktioniert, ist klar. Und diese Leiste hier hingegen, die ist wasserdicht. Was soll ich dazu noch sagen? Da fällt mir nichts mehr zu ein, oder? In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch was. Macht's gut!